Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Skyrim. Jetzt waren wir hier in der Krypta gewesen und räumen die nochmal leer, was da kann ja noch ein, zwei von diesen Daugur, oder wie die heißen, drin, dabei sein. Sind jetzt ja noch weiter, noch tiefer reingegangen. Ein Silberring. Okay. Der wiegt nicht viel. Was war das jetzt? Da ist ein Grab aufgegangen. Da. Da ist er. Wir sollten uns von dem nicht auf diese dünnen Balken, auf diese dünnen Übergänge locken lassen. Oder auf die Brücken da. Weil dann fahren wir da wieder runter. Und dann müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Alles mitnehmen, bis auf die Axt. Hier war nichts drin. Hier ist ein Trüelein. Mit Gold drin. Und eine Chaosrolle. Ein Heiltrank. Und ein starker Bargikat-Schrank. Mhm. Und einen Schuppen. Ja. Aus Argonia-Leder. Ja. So. Ist hier noch was Brauchbares dabei, außer Leinstoff und... Nö. Eigentlich nicht, nö. Dann gehen wir nochmal hier lang. Ich könnte auch... Ah. War das mit M gewesen? Ne? Jo. Nehmen wir die auch mal mit. Die Axt nehmen wir nicht mit. Ist da noch was? Ist da noch einer? Da ist eine zur Tür. Ne, da kann keiner sein. Alles okay. Nehmen wir schon die ganze Jolt mitnehmen, ne? Gehen wir jetzt da raus oder gehen wir jetzt da raus? Etlure. Was da drin ist, ein langer Gittergang. Die kennen wir ja schon. Haben wir ja schon von gehört. Welche von gesehen? Da ist gerade was weggekrochen. Um die Eck. Hallöchen. Komm zu Papa. Zwei von dieser Sorte. Das war's für euch zwei. Nö. Ein Schild, ein Schwert. So. Ich switche immer die Ansichten, weil wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier so rumlaufen können, dann kann man ja auch mal so rumlaufen. Also dann sieht man mehr. Nur wenn die dann so nahe stehen, dann könnte man ja das machen. Da kommen sie wieder. Ungewollten Grafikdinger da. Bugs. Warte. Da kommt noch was. Besseres Schleichen. Oh. Okay. Beides mit. Yes. 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 Nicht. Da ist er. So. Da ist nichts. Da ist noch nicht mein Schacht. Jetzt gedacht.
Ich hätte jetzt gedacht, da wäre ein Schacht, aber da war ja keiner. Kein einer. Oh oh. Das ist die Superkrypta hier. Da haben wir uns ein bisschen übernommen. Müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Weil ich wieder zu übermütig war. Wieder da, wo wir eben schon angefangen haben. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Aber nicht, wenn es so schlimm ist, dann tun wir ein Pflaster drauf. Ich sollte mal öfter speichern. Heißt das. Das war's für ihn. Entweder fällt er jetzt da runter, dann können wir ihm leider nicht hinterher steigen. Alles mitnehmen, dann nochmal nach ihm gucken. Ich speichere gleich, kein Problem. Nehmen wir nur die Sachen mit, die wir gebrauchen können. Das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gemacht, ich weiß, aber... Boah! Irgendwie standen wir dazwischen und haben nichts davon mitbekommen. Alter. Das war jetzt aber nicht gerade die englische Art, du. Die feine englische Art. Hier können wir schnell mal durchgehen. Wir haben ja doch den Dämmerbrecher. Wieso habe ich den nicht benutzt? Naja, sehen wir. Machen wir gleich. Du kannst nicht mehr rennen. Ja, super, weil wir die Axt genommen haben. Nee. Ich weiß, die scheiß Axt weg. Genau wie das hier. Und das. Dann können wir wenigstens. Und die scheiß Pfeile hier. So. So, jetzt schnitzeln wir uns mal gerade durch die Menge. Mit dem Teil hier. Dann sind wir schneller. So geht das. Ratzeputz wird dann Aschehäufchen raus. Jetzt haben wir wieder die scheiß Axt mitgenommen. Steel Ingot. Jetzt speichern wir aber doch mal. So. Ja. Alter. Zum Glück kriegen wir da nie was von ab. Also zumindest denke ich mal, dass wir da nichts von abbekommen. Die Grafikdinger, die gehen mir so auf die Eier. Ich hab da, der ist nicht überhitzt, der ist gar nichts, der Computer. Und jetzt. Ja, speichern wir auch nochmal.
Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das muss sitzen eigentlich, wenn man da... Gehen direkt mal da oben hoch. Komm doch her, du kleine Bitch. Sehr, sehr gut. Jetzt wird erstmal gespeichert gerade. Ich gucke gleich mal nach dem Grafikzeug, wieso das nicht funktioniert gerade. Haben wir sie jetzt alle getötet? Die kann er wieder haben und die verzauberten Sachen nicht. Kommt der, ihr zwei Affen? Ach, er heilt sich nicht. Echt. Meine Fress. Entschuldigung. Meine, deine Fress. Dann gucken wir mal, ob wir das direkt aktivieren können. Ich weiß, das ist jetzt so vorgegriffen, aber... wir haben noch eine Seele frei. Da, Todes. Der Schrei, der... und eine Stimme wird zu einem... zum Bote der, des Untergangs, der Rüstungswert und Lebenskraft deines Gegners schwächt. Ja, das wird doch mal direkt aktiviert. Nee. Haben wir gerade ausgerüstet. Jetzt ruhen wir uns mal gerade hier ein bisschen aus, bis der Typ da kommt. Erstmal speichern, weil der andere ist so ein zäher Brocken da. Der Kural... Kuralmil. Ja, wir haben ja Zeit, der läuft ja erstmal durch die Gegend. Wo bist du denn? Bleib doch mal stehen, Junge. Kommt sein Spruch nach. Oder sein Ruf oder sein Schrei. Jetzt ist er kaputt. Das war es für ihn. Ich nehme mal mit. Und dann müssen wir was anderes wegschmeißen. Das hier. Ja. Nietzsche, Nietzsche.
So, den Schleichen können wir ausmachen und das müssen wir auch mal, oder lassen wir mal gerade so, sieht sie besser aus. Da geht's raus, alles okay, dann wollen wir ja noch nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal da gucken, was noch in der Mitte von dem Gang war. Hier ist auch nichts. Hier kann man noch lang gehen. Okay, was könnte denn hier noch sein? Nix. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Ja, da wollte ich mal mit Feuer reingehen. Eventuell nur mal so aus Spaß oder an der Freude. Hätte ja sein können, dass man da was machen kann. Aber leider nicht. Das war's. Das war's hier gewesen. Da haben wir alles geplündert und gelootet und haben noch einen Teil des Todeszeichen oder den Todesschrei gelernt, der dann noch ein bisschen mehr Rüstung und so runternimmt. Das ist schon wunderbar, nicht, Bruder? So. Jetzt müssen wir hier nur noch einen Hebel finden. Sonst war es das. Ach, da. Alles okay. Jetzt kommen wir wieder da raus oben, wo diese Eiswürmer waren. Oder die Eiswürmer. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder neu gespawnt. Ne, das tun sie ja sonst nicht. Auch nicht. Also. Und raus hier. Siehst du, gegen die immer die ganze Zeit gekämpft. Das scheint aber auch so ein Overlord zu sein. Oder? Die haben immer so ein, zumindest immer so einen Helm mit Hörnern auf. Hat man hier alles mitgenommen? Ja. Ja, nicht schlecht. Haben wir das auch schon mal freigeräumt? Nicht, nicht. Hier, dann gehen wir jetzt mal da in den Berg hoch, weil da müssen wir ja sowieso hin. Da wollten wir ja das letzte Mal auch lang gehen, ne? Mir fällt jetzt nicht mal das Lied hiervon ein, aber das. Ja, jetzt sind die die Dinger wieder weg. Was haben wir hier? Die Krypta der. Oder die Ruinen der. Wargrim. Aussichtspunkt entdeckt. Okay. Ja, wieso hab. Ach nein, das ist nur ein Skelett. Schlitz weg. Schlitz weg. Experte. Uiuiuiui. Mal gucken, was sie dabei haben. Knochenmehl und eine Axt. Ja, das, was sie so bei der. Auch so dabei haben. Da wollen wir mal hier rangehen, nicht? Oder? Den Experten-Slot aufmachen. Nee, das war falsch. Das ist Dreck abgebrochen. Naja, zumindest. Ich weiß es nicht. Kommt das nach. Kommt Experte nach Meister oder. Oder Vormeister? Weil Meisterschloss haben wir ja auch schon mal geschafft. Dann werden wir dieses Schloss ja auch. Eventuell nicht. Noch zwei Versuche. Das ist hier so eine. Hauch Chance, dass du da mal was findest. Okay, dann lassen wir das. Dann gehen wir das. Kommen wir das nächste Mal nochmal hier hin. Müssen wir uns nur merken. Ach, da gehen wir ja wieder zurück. Oh, Jesus.
Ja. Da hat er sich fast selber angehustet. Oh. Ist der liebe Junge schon außer Atem? Hier waren wir ja gerade drin. Wo jede denn der Bärchen auf? Bist du denn verkehrt darauf? Ach, hier bestimmt, ne? Ja, da stehen auch schon ein paar Wölfe bereit. Schleichen. Wieso geht das denn gerade nicht? Wo steht er denn? Warte mal. Wir müssen ein bisschen Heilung reinsetzen. Ich weiß zwar nicht, wieso die wieder weg ist. Wieso läuft er denn weg? Naja, okay, soll er das tun? So, Schlitz. Weggeräumt. Ich glaube in die Richtung nicht. So, jetzt gehen wir wieder normal. Die brauchen wir ja nicht zu schleichen. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Dann müssen wir wohl dort lang. Da steht ein Mammut, bestimmt auch noch ein Riese. Ne, zwei Wölfe. Ja, dann wünsche ich euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, in der nächsten Folge sind dann die Grafikfehler wieder weg. Ich entschuldige mich vielmals. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß, bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Krampus. Ciao.